Oh, ich spiele mit einem von Navi. Ständig diese Noobs. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking auf Bums. Vielleicht wird's ein Fail. Mal gucken. Hello there. Hello Team. Hello my friend. Denk dran, die überschwinglichen Leute sind meistens am Schluss, wenn es nicht gut läuft. Incoming. Let's go eat together, guys. Oh, yellow ist alles noch AFK, dieser Dackel. Incoming. Blau geht einfach auf B, blau, warum? Hopp, kommt schnell, bevor jetzt alle hier sind. One car. And one stairs, one down. Ach ja, Heineken von links. Was hat? One is low HP, 7 HP left. One is still low HP, right side. He's down. Na also. Plant, I check. Hallo. Okay, das kann be fast. Sag mal, ist nur der eine da, der mit mir spricht und der andere pult sich im Arsch oder was? Okay. Fontan, guys, Fontan. Fontan! Hab ich hier etwa wirklich die Original Vivas am Start? Hat der gerade. Ach, Utility Damage muss ich jetzt ja machen, stimmt. Wo ich sonst immer Firestarter bin mit ein paar hundert. Ich komme nicht durch und die Tür ist zu. Ich sage es mal so, Klingpaket ist noch reingeprasselt. Da rasselt's rein. Ich hab dich nicht verstanden. AWP, nimmst du bitte mal die Pistol, der überrascht dich gleich. Bitte nicht, ich nehm die M4. Nice. Oh mein Gott! Es kommt gleich einer von hinten, Jungs. Oh mein Gott. Nice Flash, Jungs. Oh, leck mich doch, Mann! Also. Oh, 82. Also jetzt noch ein Ding und dann ist die Sache durch, ne? Okay, jetzt gehen wir mal alle B. Die werden jetzt alle sagen, jawohl, Sir. Salutieren und sagen, der weiß, wie CSGO funktioniert. Okay. Grün chillt erstmal. Der Einzige, der mit mir spricht, dieser Bierbär. Boah, Boy. Nice. Oh mein Gott. Ich glaube, da war wirklich kein Zweifel, dass Win auf jeden Fall reingeht. Oh, er sagt nicht, wo er ist. Are you watching it? Ich verstehe nicht. Meint er jetzt, habt ihr das gesehen? Wie er mich gekillt hat oder was? Vermutet ihr da irgendwie eine Kleinigkeit bei dem? Oder was ist da los? Okay, just wait. Okay. Ah, you got up. Okay, just wait. Just nice. 1 HP, minus 99, schreibt der eine. Ich finde es ja wirklich gut, wenn man tryhardet. Oder, naja, nicht tryhardet, aber ich finde es gut, wenn man versucht, natürlich zu gewinnen und nicht irgendwie sagt, nein, Mensch, mir ging es nicht scheißegal, ne? Ist genauso retarded, aber wenn man übermäßig tryhardet und dann halt richtig anfängt rumzuschimpfen, wenn mal irgendein Go nicht funktioniert, ne? Oder man halt dann ausrastet, dann ist es schon ziemlich. Damn. Er denkt schön mit und sowas, ne? Er callt und denkt mit. Das kann man von den anderen einfach nicht behaupten. Die sind dann eher so am Brüllen. Oder sind schlecht gelaunt, wenn, wie gesagt, irgendwas nicht klappt. Oder safe, oder? Ah, Bipower hört sich auch voll gut an. Okay. Hört sich auch gut an. Warum sagt er nicht mehr? Warum ist er einfach durchgehend so in sich zurückgezogen? Hat er Angst vielleicht? Also 7 Runden sind wirklich mehr als anständig für T auf Overpass. Oder? Es geht schon. Scheiße. Bipower, wo ich eben noch gesagt habe, dass der so toll ist. Oh mein Gott! Bitte sei nicht weg. Na, fuck. Is he coming back? No. Hat er das vorhin ernst gemeint? Er muss seine Hausaufgaben machen. Wenn ja, dann weiß ich auch nicht. Soll ihm jetzt einfach einen Finger abfallen, dem Pisser. Er fängt denn. Sowas meine ich. Also, so viel Professionalität in dem Matchmaking, Igabi. Muss schon sein, dass du nicht einfach anfängst und dann gehst, wie so ein dreckiger kleiner Bastard. Edis, das musst du piepsen. Das musst du piepsen. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ich muss jetzt essen gehen, tschüss, Jungs. Pissig, Alter, da werde ich richtig pissig. I'm rotating to B. They might be rotating to B. Bruh. Der eine wird doch jetzt nicht im Ernst wegbleiben, bitte nicht. Nope. Er hat gewartet und mich einen killen lassen. Dankeschön, Jackpot. Richtig sweet von dir. Ich bin mir ultra sicher. Wirklich zu 100% bin ich mir sicher, dass wir zu 5 das Spiel gewonnen hätten. Ihr euch doch auch, oder? Oh, nee, komm mal. Er ist schon wieder weg. Oh Gott, das ist so ein dummes Kind, meine Güte. Are you a girl? Oh Gott. Warum hab ich Behinderte am Start?
Are you mad? Cause I'm not. Jetzt hat uns der eine einfach in weiser Voraussicht allein gelassen, weil er scheinbar seinen Real-Life-Freund bei uns lagert. Guck mal, es ist keiner auf A, außer der Bot. Gott, wie soll man mit solchen bescheuerten Volltrotteln... Jetzt gehen wieder alle A, aha. Unser B-Kerl ist schon längst tot, keiner weiß irgendwas. Und er sagt auch nichts. Die wissen, dass sie ein leichtes Spiel haben. Wie willst du so irgendwas an deinem Rank machen, wenn du wirklich kernbehinderte Spasten an deinem Team hast? Warum regt er sich denn die ganze Zeit über Yellow auf? Why you block me? Yellow ist gar nicht hier? Er ist komplett dumm, scheiße. Das Spiel ist so weg. Wir können nur gewinnen, wenn wir jetzt solche Lackrunden haben und er zufällig seine Ausfälle irgendwie drin behalten kann. Dann kann das noch was werden, aber so. Er ist einfach ein menschlicher Ausfall. Das ist er. One Molly on B now. Calm down. Nice, thank you. Wenn er keinen Stunk mehr verbreitet, dann geht's! Es ist krass, oder? Wie wichtig es in CSGO ist, dass die Kommunikation stimmt. Aber nicht in Form von Informationsaustausch, das natürlich auch. Aber wie man es ausdrückt, ja? Wie man sich gibt und vor allem wie freundlich oder unfreundlich man... Alter Bot! Hier! Geblieben! Na also. One is on A-Spot! One A-Spot! Wie kann das sein, dass auf dem A-Spot jemand ist und die Mates auf Short und auf Lang durch sind? Die haben doch wieder irgendeine Scheiße gemacht, die Döde. Ja, Blatt, bye, bye. Hör ihn dir an, diesen dummen Dödel. Nice. Okay, nice defuse, bro. I can drop. Hat er gut gemacht. Hat er sehr, sehr gut gemacht, dass er durchgezogen hat. Bin ich wirklich stolz auf ihn. Okay, incoming. Behind you, blue. Pump down. Warum ist mein Mate schon tot? Er sagt ja gar nichts. Ich war eben so erschrocken, als ich von Short gefressen habe. Im Full-Focus auf Long. Und der Mate sagt nicht, I'm dead, he's behind you oder irgendwas. Nichts! Von dem Bot. Der Bot hat gehört, sehr gut. Nein, jetzt macht jemand anderes auch. Ich hab ihn doch schon. Geil, ist nicht zu spät. T-Shirt. Oh Gott, das ist doch nicht wahr, oder? Kann sowas die Wirklichkeit sein? Bomb down. 1, 2, 3, muss es alleine regeln, wird er nicht schaffen. Da kommt schon einer. Most Utility Damage. So sieht's nämlich aus. 50 Punkte, immerhin. Juhu. Wobei es natürlich nur an Zweien lag, ne? Weil der eine einfach geht und der andere ein vertrottelter Vollspaß war. Ja, und sonst, ja gut, 1, 2, 3 hat irgendwann nichts mehr gecallt. Nur noch geschrieben. Naja, wir kommen wieder alle runter. Schwusa. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Danke auch für die Likes, für die Kommentare. Und wer reinzappen möchte, kann das natürlich machen. Vergesst dann aber bitte diese Glocke nicht. Die Glocke ist leider extrem wichtig, dass man die Sachen wirklich erhält. Also die Benachrichtigung zu den Videos. Auch wenn ihr sie aktuell ohne Glocke erhaltet, drückt auf diese Glocke, oben rechts ist die, glaube ich, und wählt alle Benachrichtigungen aus. Und dann bekommt ihr zu 100%, auch wenn ihr den Kanal mal 2 Wochen nicht geschaut habt, trotzdem die Videos. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und auch im Livestream um 18 Uhr dann wieder morgen. Ne? Ja, haut rein. Tschüss.